Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ich bewerte Make-up-Tutorials von YouTubern. So, mal gucken, was wir heute anschauen. Ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht reingeschaut. Ich würde sagen, wir switchen mal direkt rüber zum Bildschirm und wir schauen mal, was es denn so Schönes gibt. Also, Make-up-Tutorial Deutschland, der ist eigentlich völlig egal. Na, ist egal, wir können auch in Englisch machen und dann gucken wir mal, was wir denn so haben. Auf jeden Fall mal ein nicht allzu langes, damit das Ganze hier nicht so lang geht. Alltags-Make-up-Tutorial von Schickimicki, das ist neu, vor 15 Stunden. Alltags-Make-up-Tutorial von Schickimicki. Ey, gucken wir mal, also. Ja, oder? Das schauen wir an. Das ist neu. Neu ist immer gut und ich würde sagen, let's go. Mit Wix könnt ihr eine eigene professionelle Website erstellen, um zu zeigen, was ihr so drauf habt. Und so, wie ich meine erstellt habe, das zeige ich euch jetzt. Geht auf wix.com. Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video. Ich bin am Start mit meinem Alltags-Make-up-Look. Den werden wir heute gemeinsam kreieren und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Los geht's, viel Spaß dabei. Oh, ich könnte mich gerade so ärgern. Ich schneide gerade das Video und ich sehe, dass leider die Daten auf meiner Speicherkarte verloren gegangen sind. Ei, das kenne ich. Das ist ultra ätzend, wenn die Daten auf einmal weg sind. Also, was haben wir denn da hier? Wir haben hier ein Primer, zumindest von Estee Lauder. Das ist auf jeden Fall schon mal kein Billig-Scheiß, weil so billige Primer, also so billig Zeug im Endeffekt ist ja, das besteht ja zu 100% aus Silikone. Also ich glaube, Estee Lauder, das kostet schon ein bisschen, also da dürfte mehr Qualität drin sein. Dann haben wir hier ein Can't Stop, Won't Stop Full Coverage Make Foundation. Das hört sich nach einem sehr stark deckenden Make-up ab vom NYX. Dann haben wir noch einen MAC Concealer von Pro, was auch immer das ist. Und also definitiv keine Drogeriemarktprodukte, sondern also doch schon Drogeriemarktprodukte, aber halt keine günstigen. Also ich schätze mal, da liegen ungefähr, also Minimum 50 Euro werden das schon sein. 50, 60 Euro, Estee Lauder ist aber so teuer. Na, schauen wir mal. Vom ersten Teil des Make-ups. Ich habe euch da erklärt, was ich so täglich benutze. Ah. Das ist unter anderem hier meine Feuchtigkeitspflege. Die benutze ich wirklich jeden Tag. Die ist super feuchtigkeitsspendend, reichhaltig und hat auch einen Lichtschutzfaktor, also auch für Sommertage gut geeignet. Und wenn die richtig gut eingezogen ist, trage ich von Estee Lauder The Illuminator auf. Ach, da stehen ja die Preise dran. Sehr geil, okay, wir gucken mal. Die benutze ich wirklich jeden 23,50. Tag. Feuchtigkeitsspenden, reichhaltig und hat auch einen Lichtschutzfaktor, also auch für Sommertage gut geeignet. Und wenn die richtig gut eingezogen ist, trage ich von Estee Lauder The Illuminator auf. Das ist so ein Primer, der deiner Haut ein bisschen Glow gibt und die Haut eben halt auch perfekt auf die Foundation. Naja, wir sind jetzt schon bei 50 Euro. Und dann wisst ihr mittlerweile ja auch, verwende ich derzeit super gerne die Canstar One Stop Foundation von NYX in der Farbe Buff. Und nicht jeden Tag, aber in diesem Video habe ich mein Concealer verwendet, den Pro Longwear Concealer von MAC. Also sind wir ungefähr so bei 70, da war ich mit 50, 60 gar nicht so schlecht dran. In der Farbe NC15, genau. Und ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt wie gewohnt weiter mit dem Video. Sorry nochmal. Den Concealer sette ich sofort mit dem Brighten Up Banana Powder und so einem kleinen Pinsel. Also im Alltag bake ich nicht so. Den habe ich ja letztes Mal, glaube ich, sogar schon bei der Schickimicki gesehen. Das, wo ich gesagt habe, den muss ich mir auch holen, weil, also es ist zwar ein billiges Produkt, aber der sieht bei ihr echt gut aus. Und vor allem der Highlight ist ja schön, der ist schön fein. Also der gefällt mir von der Farbe her. Es ist aber, ich meine, gut, Puder, ich sage es mal so, das Wichtigste, wo ihr auch immer Geld investieren solltet, ist A, Pflege, B, Foundation, Concealer und das war's. Nee, Foundation, genau, also Pflege, Foundation und Concealer. Das, was direkt auf der Haut drauf ist. Da müsst ihr Geld investieren, damit ihr was Gescheites habt. Und alles, was dann on top noch oben drauf kommt, da kann man es auch mal so in Essenz verwenden. Also wenn der von der Farbe geil ist und
Der muss ich sagen, den habe ich letztes Mal aufgeschrieben, den muss ich mir unbedingt holen, weil mit dem kann man noch schön highlighten. Also quasi dieses typische Baking und so weiter. Unbedingt cool. Immer. Ich nehme nur ganz leichte Puder auf. 3 Euro. Und, ja, sette mit einer leichten Schicht den Concealer an, sodass er dann auch wirklich den ganzen Tag überhält. Und natürlich sette ich auch die Foundation und dafür verwende ich das MAC Studio Fix Powder in der Farbe NC25. Das Ganze nehme ich auch mit dem Pinsel auf und presse das Produkt. Da als Tipp, verwendet zum Fixieren von eurer Foundation immer in Transparenten. Das Problem ist mit einem farbigen Puder, also wenn man die Foundation mit einem farbigen Puder fixiert, und du triffst nicht zu 100% jede Stelle, dann wird es fleckig. Oder du hast da eine klebrige Grundlage. Jetzt nimmst du Puder raus, kannst du dir vorstellen, nimmst Puder raus, es klebt noch auf der Haut, du gehst mit deinem Pinsel hin. Da, wo du als erstes den meisten Druck aufgibst, hast du am meisten Puder und dann gehst du erst weiter ins Gesicht und dann verteilt sich der. Also von dem her, man muss da einfach mehr aufpassen, mit weniger Druck arbeiten, vorsichtiger drauflegen, damit eben du ein viel schöneres Ergebnis hast. Bei einem transparenten Puder kannst du einfach drüber gehen, das sieht man nicht, der ist transparent. Na, also da halt auch immer aufpassen drum. Und transparent kannst du das komplette Jahr übernehmen, sparst also auch Geld, ein Puder fürs komplette Jahr, 360 Tage und in farbigen Puder musst du halt immer wechseln, na, je nach Hauttyp, Hautfarbe. Sette das Ganze, damit auch die den ganzen Tag hält. Jetzt wärmen wir das Gesicht nochmal auf mit dem Too Faced Chocolate Soleil Bronzer. Das ist ein matter Bronzer. Die verwendet man, also ich kann mich noch dran, ich weiß es gar nicht, beim letzten Video hatte die keine solche Produkte. Jetzt sind schon viele echt teure, qualitativ hochwertige, ja gut, andersrum, qualitativ hochwertig kann man auch nicht sagen. Die kochen alle nur mit Wasser. Ja, also oftmals ist auch Marketing ein ganz riesengroßes Ding. Also wenn man es nicht direkt weiß und auch den Produzenten kennt und so weiter, ist immer trotzdem fragwürdig, ist es qualitativ hochwertig oder nicht. Aber zumindest mal teurere Produkte verwendet es jetzt mittlerweile. Man sehr, sehr schön im Alltag verwenden kann. Ich nehme dafür einen Fiberbrush, etwas Produkt auf und gebe das Ganze auf die Wangenknochen, auf die Stirn und wärme mein Gesicht ein bisschen auf. Ich möchte kein krasses Contouring im Alltag, sondern wirklich nur ein aufgewärmtes, frisches Gesicht. Und ich persönlich liebe es, den Bronzer mit einem Fiberbrush aufzutragen, weil man dann einfach den Bronzer richtig schön im Gesicht einblenden kann und das Ganze sehr, sehr natürlich wirkt. Ich persönlich liebe es, wenn die Augenbrauen nachgezogen sind. Wichtig ist wieder, wo du aufpassen musst. Und das hat sie beim letzten Mal, glaube ich, auch schon so ein bisschen vernachlässigt. Und zwar bei ihr. Ja, sie geht mit dem Bronzer immer über ihre komplette Stirn drüber. Das heißt, sie nimmt sich den Druck ihrer Stirn weg. Sie hat unter den Augen sehr schön gehighlightet. Sie hat einen leichten Lichtreflex auf der Oberlippe. Sie hat einen leichten Lichtreflex auf der Stirn, oh Gott, wir haben morgens. Und sie hat einen Lichtreflex nur zwischen der Augenbraue. Und jetzt achtet mal, guckt euch mal das Gesicht an, was passiert. Das Gesicht wird klein, also zusammengestampft, weil sie sich diese Leuchtkraft von der Stirn weggenommen hat, zu stark konturiert, zu stark gebräunt. Und somit hat sie jetzt eben auch wieder diese typische Skibrille auf, indem das nur die Augen komplett weiß oder hell umrandet sind. Na, also da passt immer auf mit Bronzer, damit ihr euren Druck von der Stirn nicht wegnimmt, denkt immer, es muss einfach nur die Form vom ovalen Gesicht übrig bleiben. Und alles, was drüber hinausschaut, das könnt ihr abschattieren, aber bitte nicht das Ovale, ja, also quasi die Gesichtsform von dem ovalen Gesicht, die Form, die nicht wegschattieren, die muss komplett hell bleiben, nur alles, was drüber hinweg geht. Und dann hast du quasi eine schöne, definierte Gesichtsform, aber wenn du eben so nicht aufpasst, ein zerquetschtes Gesicht, jetzt übertrieben gesagt. Im Gesicht einfach so viel Ausdruck und ich weiß auch, dass ganz viele die Augenbrauen immer auslassen. Ich persönlich könnte das nicht. Egal wie stark mein Make-up ist, meine Augenbrauen sind für mich immer ein Muss. Und ich ziehe mir die Augenbrauen derzeit super gerne mit diesem MAC Eyebrow Styler nach. Das ist die Farbe Stylized. Ein sehr, sehr schönes, aschiges Braun, absolut passend zu meiner Ansatzfarbe. Und auch sehr, sehr präzise. Damit kann ich richtig schön feine Härchen einzeichnen und das Ganze auch richtig schön natürlich aussehen lassen. Nein, das sieht von der Konsistenz her ziemlich hart aus, was halt somit das erleichtert. Also achtet drauf, wenn ihr eben so Härchen zeichnen wollt etc. Und eher natürlich, dann holt euch ein härteres Produkt, wo ihr eben denn nicht so schnell Farbe
abgibt, wo ihr schön reinzeichnen könnt. Und das wird einer sein. Im Anschluss verwende ich immer ganz gerne. Das macht sie auch perfekt. Ja, vorne lässt das Licht rauswachsen. Damit bekommt sie einen noch natürlicheren Look. Also auch sehr schön. Das Gimme Brow Eyebrow Gel von Benefit. Das ist ein gefärbtes Augenbrauengel, was deine Augenbrauen nochmal ordentlich in Shape bringt. Die Haare ein bisschen bändigt und deine Augenbrauen eben auch fixiert. Ich verwende hier die Farbe 3. Du kannst dich natürlich für einen der beiden Schritte entscheiden, der dir persönlich besser gefällt. Für mich ist die Kombination aus beiden einfach das perfekte Ergebnis. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum entscheidenden Part, und zwar das Augen-Make-up. Das halte ich im Alltag übrigens super einfach und auch sehr, sehr schlicht, und du kannst es easy nachmachen. Ich switche da momentan zwischen zwei Paletten hin und her. Einmal die Pretty Puppy Too Faced Palette. Hier befindet sich ein matter Braunton drin. Den blende ich mir sehr gerne in die Lidfalte ein. Der geht allerdings ins richtig warme, leicht orangestichige. Muss man mögen und vielleicht auch... Passt aber, weil sie blaue Augen hat und damit komplementär ist. Also von dem her passt das sehr gut. Wie gesagt, zu deiner Stimmung passen. Aber ganz oft verwende ich auch die Palette von Hatice Schmidt in Kooperation mit Love. Und hier befinden sich ein paar mehr Farben drin. Ich allerdings benutze für den Alltag lediglich Muddy. Und den blende ich mir jetzt auch in die Lidfalte ein. Da nehme ich wirklich einen groben Blenderpinsel, nehme ein bisschen Produkt auf und blende das Ganze in die Lidfalte und etwas darüber hinaus und baue den Lidschatten ganz soft in der Lidfalte auf. Mit einem feineren Blenderpinsel gehe ich dann nochmal in die Farbe Muddy und gebe das Ganze am unteren... Wie heißt die Farbe Muddy? Ist ja geil. Muddy. Um den oberen Lidschatten mit dem unteren Wimpernkranz zu verbinden und das Auge ein bisschen zu umrahmen. Wer mag, kann im Make-up noch einen kleinen Farbklecks dabei. Das ist natürlich für die Augenfarbe perfekt geeignet eben. Komplementär zu blau, passt super. Ja, wenn du grüne Augen hast, kannst du gerne noch so ein bisschen mehr in das Bärige reingehen. Ja, also quasi eher so diese bärigen Untertöne kannst du dann gut verwenden. Aber zu blaue Augen perfekto. Passen. Ich persönlich mache das nicht jeden Tag, aber heute habe ich irgendwie total Lust drauf. Ich nehme einfach einen Kajalstift. Ich habe hier den von meiner... Wir können eigentlich mal ganz kurz was gucken schnell. Bei der Hatice Schmidt Palette mit den mehreren Farben. Zack. Und zwar, genau, wir gucken mal, okay, für braune Augen hast du definitiv Farbe dabei, weil blau ist komplementär zu braun. Für blaue Augen, braune Nuancen, orange-lastige Nuancen kannst du sehr schön anwenden. Für grüne Augen eben dann so diese bärigen, rötlichen Nuancen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also die Palette ist gar nicht so schlecht. Zwar sehr bunt, ja, aber wenn du das dezent verwendest, hast du eigentlich für jede Augenfarbe, vor allem, also wenn du Visagist bist, eigentlich eine coole Palette, da du eben Augenfarben hervorheben kannst. Ist cool, okay. Hm. Sehr schön. Von Muddy. Und gebe das Ganze am unteren Wimpernkranz entlang, um den oberen Lidschatten mit dem unteren Wimpernkranz zu verbinden und das Auge ein bisschen zu umrahmen. Wer mag, kann dem Make-up noch einen kleinen Farbklecks verpassen. Ich persönlich mache das nicht jeden Tag, aber heute habe ich irgendwie total Lust drauf. Ich nehme einfach einen Kajalstift. Ich habe hier von Manhattan den Cool Kajal Eyeliner in der Farbe Go Green 87Z und gebe den auf der Wasserlinie auf und verblende das Ganze dann nochmal mit einem feinen Pinsel nach unten. Ich tusche mir natürlich noch meine Wimpern und da verwende ich diese Mascara hier, die Ford Lash Superstar Mascara. Das ist eine Zwei-Phasen-Mascara. Da gibt es zum Beispiel, wenn du dir das getraust, das ist aber ein sehr krasses Make-up nachher von MAC, ganz, ganz, ganz selten gibt es aber. Das ist ein roter Kajal. Also der ist wirklich mega selten. Der gibt es auch nicht in jedem MAC-Store, sondern nur in den Profi-Stores und so weiter. Und wenn du das zum Beispiel auf die Wasserlinie machst, so dieses Rot, also einen roten Kajal, gerade vor allem bei grünen Augen und also auch so grün, prinzipiös grün-blau, und gehst dann noch mit Schwarz schön am Wimpernkranz entlang, dann leuchten die Augen auch richtig geil. Also so farbige Kajals sind auch sehr, sehr cool, vor allem halt, wenn du es so in einer Komplementärfarbe holst, aber auch manchmal so, wie sie jetzt gemacht hat, also man erkennt ja nicht direkt, dass es jetzt grün ist, sondern solche Moos, also solche dunklen Töne, wo einfach der Farbton mit drin ist. Man hätte jetzt, also theoretisch, hätte mir jetzt bei ihr besser gefallen, wenn sie sich so ein ganz dunkles Blau reingemacht hätte, um das Blau nochmal so ein bisschen mehr zu unterstützen. Aber ansonsten cool.
schwöre auf den ersten Step. Das ist nämlich eine weiße Base, mit der ich mir zuerst meine Wimpern tusche und fundiere. Und im Anschluss gehe ich dann mit der eigentlichen Mascara, also mit Step 2, rüber. Und ich liebe diesen Effekt von dieser Mascara. Die funktioniert bei mir einfach unfassbar gut. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Kandidaten hier. Wir haben ihn gemeinsam getestet in meinem Full-Face-Two-Face-Look. Das ist der Love Light Highlighter, von dem ich anfangs sehr enttäuscht war. Ich habe ihn jetzt weiter ausprobiert und mittlerweile echt lieben gelernt, denn ich habe ihn verstanden. Das ist kein Highlighter, der Hallo schreit, so wie man es wahrscheinlich von den meisten High-End-Highlightern gewohnt ist. Dieser Highlighter hat einen unfassbar schönen Glow. Das ist mir speziell auf den Bildern aufgefallen. Und speziell für den Alltag liebe ich die Farbabgabe. Das Ganze schreit nicht so. Es sieht einfach total gesund und natürlich aus. Und das mag ich super gerne. Ich nehme das Ganze mit diesem Pinsel hier auf. Und das hat sie schön gesagt. Allgemein finde ich persönlich sowieso, ein Highlighter ist ein Lichtspielprodukt. Das heißt, wenn du einen Highlighter, finde ich persönlich perfekt, wenn du den aufträgst und ihn aber nicht wirklich siehst, sondern nur je nachdem, wie du deinen Kopf im Licht drehst, ja, und das Licht drauf scheint, und dann der Highlighter anfängt zum Reflektieren. Sollte er aber bei jeder Lichtsituation schon reflektieren, läufst du rum wie eine laufende Christbaumkugel. Und ob das so der Sinn ist, also das ist Geschmackssache. Mir persönlich, wie gesagt, mir gefällt es nur, wenn es eben ein Lichtspiel ist. Und so wie es erklärt hat, wird das genauso ein Highlighter sein. Und gibt das auf den oberen Wangenknochen auf und vielleicht seht ihr gleich auch so einen leichten frischen Kick, aber man sieht halt nicht zu geschminkt aus und das mag ich sehr, sehr gerne. Auf den Lippen verwende ich oftmals gar nichts. Entweder einen ganz, ganz leichten Nude-Ton im Alltag oder eben einfach nur die Lippenpflege. Und ich glaube, dafür entscheide ich mich heute auch. Ich nehme hier einfach von Essence, habe ich jetzt so eine Schublade gefunden, My Beauty Lip Ritual Nourishing Balm und das gebe ich mir auf. Hinterlasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren und lasst einen Daumen. Okay, Fazit. Ein sehr schönes Make-up, muss man sagen. Vor allem, also wirklich, ich glaube, beim letzten Mal hatte sie, vielleicht war es auch so Discounter-Special oder wie auch immer, aber sie hat, also wenn du dir das mal zusammenrechnest jetzt, was sie an Produkte verwendet hat, ich glaube, dann war sie bei um die 200 Euro. lauter so Marken und Szene-Produkte. Schönes Make-up. Wichtig ist immer, achtet wirklich beim Konturieren, ja, mit dem Dunklen drauf. Macht eure Stirn, nehmt den Druck nicht allzu weit weg. Ja, also konturiert nur das weg, was nicht in die Proportion des ovalen Gesichtes reinpassen sozusagen. Ansonsten hat es schön gemacht, unter den Augen schön gehighlightet. Man hätte noch einen Tick mehr Oberlippe und Kinn nochmal highlighten können, dass wirklich so dieses mittlere Dreieck hervorsticht, weil sie hat tendenziell die Proportionen von einem viereckigen Gesicht. Das heißt, man hätte das Ganze weicher und runder machen können, Kontur richtig schön geben und den mittleren Bereich mehr aufhellen, dann strahlt das Gesicht wesentlich stärker. Und von den Lidschattenfarben super gewählt, ja, komplementär auch wiederum zu ihrer Augenfarbe, also so diese braunen Nuancen, auch mit einem leicht orangen Unterton, perfekt für blaue Augen geeignet. Als Kajal hätte ich jetzt persönlich vielleicht nicht gerade ein Dunkelgrün genommen, also quasi mit dem grünen Unterton, sondern vielleicht so ein dunkles Blau. Weiß nicht, wie sagt man da, Marineblau oder keine Ahnung was. Also eher was so in ihrer Augenfarbe, um das nochmal ein bisschen zu unterstützen. Und weil das Blau geht, man sieht es quasi auch hier so ein bisschen, das Blau geht ein bisschen verloren. Ja, bei einem blauen Grundton, Unterton, hätten wir es nochmal ein bisschen mehr rausgeholt oder komplementär eben. Augenbrauen super gemacht, ja, vorne Licht, nach hinten schön rausgezeichnet. Ja, toller Look, sehr schön gemacht und auch vor allem mehr erklärt hat sie wie beim letzten Video. Könnt ihr mal gucken, in meiner Videothek bei YouTube, müsste irgendwo das andere Video sein. Ich glaube, da sieht man schon mehr Unterschiede. Ich glaube, da hat sie nicht so viel erklärt. Ich kann mir jetzt nicht mehr so genau dran erinnern. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße aus Berlin. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Rock the Make-up und bis dann. Ciao.